Hey und willkommen zu einem neuen Video. Und zwar ist es endlich soweit. Vielleicht hat es nicht jeder mitbekommen, aber vor 2 Wochen habe ich ja unser neues Forum angekündigt. Und jetzt ist es endlich soweit, dass wir in unserem neuen Forum auch endlich die erste Challenge starten. Und zwar war dazu natürlich das Forum auch von Anfang an so ein bisschen gedacht, so ein bisschen Herausforderung zu bringen, Community zu pushen und einen so ein bisschen das gemeinsame Lernen und Spaß haben sozusagen zu ermöglichen. Und zwar habe ich mir überlegt, dass es doch cool wäre, wenn man mal wieder seit Ewigkeiten, zumindest für mich, seit Ewigkeiten mal wieder ein Character Design macht. Und zwar habe ich so überlegt, was wären denn so coole Themen, die man vielleicht jetzt nicht so sowieso schon so Tag für Tag so ein bisschen macht und einen auch so ein bisschen aus der Komfortzone rausbringt und an der man nochmal relativ viel lernen kann. Und ich bin jetzt zu dem Entschluss gekommen, beziehungsweise habe ich jetzt festgelegt, dass wir jetzt eine Woche Zeit haben, ein Character-Design zu machen zum Thema Samurai. Was also in dem Design enthalten sein muss, ist mindestens ein Samurai. Ihr könnt zusätzlich gerne noch auf Waffen oder auf irgendwelche Fortbewegungsmittel oder irgendwie sowas eingehen, wenn ihr da Lust drauf habt. Ihr könnt euch auch gerne geschichtlich oder so ein bisschen damit auseinandersetzen, gucken, was gab es damals wirklich, wie könnte man das cool verbinden. Ihr könnt auch, wenn ihr irgendwie Lust habt, so Cyber-Samurai oder so, sowas zu machen oder das so mit anderen Themen verknüpfen, zum Beispiel packt einen Samurai in die Wüste oder so oder packt einen Samurai in den Urwald. Wie würde der aussehen? Was wäre dem sein Design? Man kann da komplett kreativ werden und sich dort so ein bisschen ausleben und sich coole Dinge ausdenken. Einzige Vorgabe halt, es muss ein Samurai in dem Design zu sehen sein. Und für das komplette Design habt ihr jetzt eine Woche Zeit, also von heute dem 8.9. bis zum 15.9.2018. Einsendeschluss ist sozusagen um exakt 12 Uhr. Und zwar in unserem Forum könnt ihr unten den Link anklicken, das ist der erste Link in der Beschreibung. Dann kommt auf unser Forum und geht dort unter dem Challenge-Reiter, der dort jetzt neu ist, und dort werdet ihr die Samurai Design Challenge finden und dort könnt ihr in den Ordner unter Respond to this Challenge könnt ihr euer Design hochladen. Und was dann wahrscheinlich in 2 Wochen passieren wird, ist, dass ich euch dann Shoutouts geben werde, Critiques geben werde, wahrscheinlich, wenn sich's anbietet, Paintovers machen werde, wenn sich's anbietet, von euren Designs und das sozusagen alles in nochmal einem extra Video nochmal so zusammenfasse und zeige, was bei rausgekommen ist. Und ja, ich hoffe, dass die Regeln relativ klar sind. Je kreativer, desto besser. Es kommt auch nicht unbedingt auf die krassen Zeichenskills drauf an, obwohl das natürlich schön wäre, aber wenn jemand sagt, ich kann nicht zeichnen oder ich kann nicht sonderlich gut zeichnen, dann soll das kein Grund sein, nicht an der Challenge teilzunehmen. Das ist absolut sekundär. Es geht einfach darum, kreativ zu sein, sich ein bisschen in der Community zu einzubringen und ja, dass wir einfach alle gemeinsam Spaß haben und voneinander lernen können. Also keine Scham, macht gerne mit, dann wird es auf jeden Fall auch richtig cool. Dann hoffe ich, ihr seid dabei und hoffe, dass ihr vielleicht auch so ab und an mal in den Challenge-Ordner dort reinguckt, beziehungsweise in den Reiter. Dort gibt es nämlich ab und an auch Challenges. Was natürlich ein bisschen blöd ist, dass zurzeit noch keine irgendwie Anzeige oder so da ist, wenn irgendwie eine Challenge zurzeit läuft, sodass das relativ schwer ist mitzubekommen, wenn man nicht gerade in den Challenges-Ordner reinguckt. Aber guckt da öfters mal rein, vielleicht macht noch irgendjemand anderes Challenges zur selben Zeit, dann kann man da auch gerne mitmachen, das wäre auf jeden Fall super cool, so ein bisschen so ein Community-Ding aufzubauen. Und ja, dann sieht man sich dann hoffentlich in einer Woche, wenn ihr eure Submissions dort einreicht. Und genau, bis dahin. Ich hoffe, ihr seid kreativ. Ich lasse mich überraschen. Ich bin gespannt, wie es wird. Bis dahin. Adios.